viel Schiss gehabt, Angst gehabt, nicht? Also da ich ja noch meine Waffen-SS-Uniform, die Spiegler das hatte und so. Und dann war ich in dem Dorf da, wo wir waren, waren wir denn, da hat uns eine Frau, die muss wohl, ihr Mann wohl höherer SS-Offizier gewesen sein, die hat uns Zivilkleidung besorgt denn, also alle Zivilklamotten. Und dann hat die zwei Gebirgsjäger besorgt und die haben uns in einem großen Führgast rübergeführt zum Balkaner hin. Und dann, das war ja jetzt noch, naja, nicht zwar nicht nett, aber es war aufregend, aber war noch nicht so gefährlich. Der Krieg war vorbei. Und dann ging es weiter in Braunau am Inn. Und von dort aus ging es dann nach Österreich, nach Nürnberg hin, nach Grafenwöhr. Grafenwöhr ist große Truppenübungsplatz gewesen, das wurde das erste Lager eingerichtet. Und da habe ich dann das eigentlich zu spüren bekommen, was eigentlich Faschismus bedeutet. Und der Lagerkommandant war ein sogenannter Brückner, Adjutant von Adolf Hitler, SS-Panzerdivision Viking, Leibstandarte. Und da war ich dann praktisch unter den SS-Leuten und dann habe ich gesagt, nee, nee, also Leute, so nicht mit mir. Im gleichen Lager ist übrigens auch Günter Grass gewesen, als SS-Mann, SS-Panzergrenadier. Ja, und dann wurde da praktisch so, haben uns dann praktisch die Gezogenen, uns abgesetzt auch davon, diskutiert, wurden auch dann von den SS-Leuten auch dementsprechend auch so behandelt. Und dann gab es einen Höhepunkt, nämlich genau die Potsdamer Konferenz, die ja dann im Juli stattfand, Juni, Juli stattfand. Und da war praktisch so, dass die SS-Haudegen glaubten, der Kampf geht weiter gen Osten. Die Amerikaner brauchen uns SS-Leute, wir tapfere Soldaten sind wir. Wir werden siegreich dann den Krieg beenden. So, das war deren Wunschtraum. Und so war die Stimmung auch im Lager von den überzeugten SS-Leuten. Haben Sie denn Und daran geglaubt? die haben daran geglaubt, Und ich Sie? nicht. Nein, nein, für mich war, also das Thema war für mich Militarismus, Soldatentum endgültig vorbei. Warum denn? Weil ich die Schnauze voll hatte. Ich fühlte mich verführt von den ganzen, als ich die Bonzen dann im Lager kennengelernt, die SS-Bonzen, wie die mit uns rumgesprungen sind, wie ein fanatisch die waren, wo auch KZ-Aufseher waren. Wenn morgens einer in der Baracke baumelte, dann hieß, naja, das war einer unserer Leute, der im KZ war, und dann habe ich gesagt, wahrscheinlich der Dreck absteckt.